Es ist einfach so, dass die Gladbacher heute sehr geschickt verteidigt haben. Sie haben Abwehrriegel aufgebaut, so quasi ein Spinnennetz, und wo wir uns immer wieder verfangen haben. Und da braucht man einfach mehr Ruhe, mehr Kaltschnäuzigkeit und vor allen Dingen ja, Spiel über die Flügel und auch dann Lösungsmöglichkeiten suchen, entweder mit Flanken oder aus dem Halbfeld oder auch von der Grundlinie. Und mit Ablauf der Zeit sind wir eigentlich immer nervöser geworden, dann wurde es immer schwieriger. Es war heute kein Einstand nach Maß für uns, auch als Truppe. Wir haben eigentlich das Spiel ganz klar kontrolliert. Wir haben die Torchancen gehabt. Natürlich stand auch ein guter Torwart gegenüber im Tor, der heute eine gute Partie gezeigt hat. Ja, leider haben wir nicht ganz klare Torchancen gehabt. Einmal ein bisschen Pech vielleicht mit Marius Kopfball, der gegen den Pfosten geht. Ja, ansonsten können wir uns nicht viel vorwerfen, weil wir eigentlich das Spiel kontrolliert haben. Die anderen schießen aus nichts ein Tor und wir aus viel keins. Dann stehst du da, kannst wütend ins Bett gehen und ja, die ganzen guten Vorsätze kannst du in die Tonne treten. Was muss sich ändern? Ja, erstmal versuchen zu Null zu spielen, das haben wir heute aber auch getan, aber haben dann einen blöden Fehler gemacht und natürlich offensiv kreativer werden, müssen wir mit mehr Tempo phasenweise spielen, eben wenn wir den Ball gewinnen, mehr Tempo nach vorne, mehr Kreativität, und das hat uns heute gefehlt. Ich habe mir vorgenommen, natürlich ein gutes Spiel, einen guten Einstand hinzulegen hier auch in der Bundesliga, und ja, habe vielleicht 5, 6 Situationen, wo ich daran beteiligt bin, und in der einen sehe ich natürlich sehr schlecht aus. Ja, war nicht einfach, und ja, muss ich natürlich auf meine Kappe nehmen.